Die USA und Großbritannien bombardieren gerade Ziele im Jemen. Und zwar solche Ziele, die zu den sogenannten Houthi-Rebellen gehören. Und wer die sind, was es mit den Houthis auf sich hat, was ihre Geschichte ist und was sie wollen, das will ich in diesem Video ein bisschen erläutern. Und wenn euch solche Themen interessieren, Konflikte, Geopolitik im Nahen Osten, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Schaut euch mal um, ihr findet viele, viele Videos zu genau solchen Themen. So. Um zu verstehen, wer die Houthi-Rebellen sind, müssen wir ein bisschen weiter in die Geschichte des Jemen schauen. Der Jemen, faszinierende Geschichte, also wirklich Jahrhunderte und Jahrtausende an spannender Geschichte. Eine der frühesten Regionen der Welt, die den Islam angenommen hat als Religion. Aber die Geschichte, wie wir sie heute, sag ich mal, wie sie relevant für uns ist, die beginnt im 19. Jahrhundert. Wir haben die Briten, wie ihr wisst, die größte Kolonialmacht aller Zeiten. Die haben einen Teil des Jemen in der Mitte, Beginn Mitte, also so in den 1830ern, 1840ern, haben die Briten einen Teil des Jemen erobert, in Besitz genommen. Nämlich um die Hafenstadt Aden herum. Denn der Jemen war schon immer ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Handel, gerade so zwischen dem Nahen Osten und Indien. Also, im Süden des Jemen sind die Briten ansässig. Die haben ihr Gebiet um Jemen herum, um Aden herum erweitert, sodass sie einen relativ großen Teil, sogar den größeren Teil des heutigen Jemen unter ihrer Kontrolle hatten. Das wird noch wichtig sein. Der nördliche Teil Jemens, also wo auch die heutige Hauptstadt Sana'a liegt, die war Teil des Osmanischen Reichs. Und so haben wir eben über die weiteste Zeit des 19. Jahrhunderts eben diese Situation. Der Norden des Jemen ist unter osmanischer Herrschaft und der Süden ist unter britischer Herrschaft. Im 20. Jahrhundert passierte aber relativ viel. Der Norden des Jemen, nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs, wird unabhängig. Es wird ein eigenes Königreich Jemen. Das ist regiert, und das wird auch noch sehr wichtig, das wird regiert von Königen und Imamen gleichzeitig. Also wir haben eine schiitische Herrscherdynastie, die sowohl weltliche Herrscher, also Könige sind, als auch religiöse Führer. Das sind Schiiten, genauer gesagt Saiditen. Das ist eine bestimmte Richtung des Schiitentums, die fast nur im Jemen vorherrschend ist. Also, Nordjemen wird ein Königreich unter Herrschaft einer schiitischen Monarchie. Gut. Im Süden des Jemen sind die Briten noch bis in die 60er Jahre. Auch da gibt es Bestrebungen, dass der Jemen im Zuge der Dekolonialisierung ein eigenes Land wird. Die Briten bereiten das auch vor. Gleichzeitig gibt es aber Unruhen im Land. Vielen Gruppen geht das nicht schnell genug. Es gibt marxistische Gruppen, die von der Sowjetunion unterstützt werden. Es gibt Angriffe auf britische Einrichtungen im Südjemen. Auch ein deutscher Journalist, der damalige ARD-Korrespondent, wird in diesen Wirren und Ausschreitungen ermordet. Und so kommt der Süden des Jemen früher in die Unabhängigkeit, als es von den Briten eigentlich vorgesehen war. Weil die Briten gesagt haben, okay, wenn wir so unerwünscht sind, bitte hier Unabhängigkeit. Und auch der Süden des Jemen wird also unabhängig und wird kurze Zeit später der erste kommunistische Staat des Nahen Ostens und der erste arabische kommunistische Staat. Und ich sage jetzt kommunistisch, ich weiß, das ist eine Diskussion, so wie der Kommunismus eigentlich definiert ist, gab es noch keinen kommunistischen Staat, aber in der realen Welt, ein real kommunistischer Staat, Südjemen, ist die Realität in den 70er Jahren. Was ist währenddessen im Königreich Jemen passiert, also im Nordjemen, das Gebiet, das früher osmanisch war? Auch viel, denn dort gab es einen Staatsstreich gegen den herrschenden König, also gegen diesen schiitischen, religiös motivierten und religiös legitimierten König gab es 1962 einen Staatsstreich, und seitdem gab es im Norden des Jemen einen Bürgerkrieg. Und es haben die Anhänger der Monarchie, der schiitischen Monarchie, gegen die Republikaner gekämpft. Und die wurden, wie bei allen Bürgerkriegen im Prinzip, vom Ausland unterstützt. Saudi-Arabien und die Briten haben unter anderem die Royalisten unterstützt, also die Anhänger des Königs, während Ägypten und die Sowjetunion die Revolutionäre unterstützt haben. Und diese Revolutionäre, die Republikaner, haben letztendlich gewonnen, und der Staat, der vorher das Königreich Jemen war, wurde von dort an eine Republik, nämlich die Jemenitische Arabische Republik. Also, bis hierhin, bis in die 70er zusammengefasst. Wir haben zwei Jemen. Der eine war eben Teil des Osmanischen Reichs, der andere von den Briten beherrscht. Und jetzt hat man zwei jemenitische Staaten: Nordjemen mit der Hauptstadt Sana'a und Südjemen mit der Hauptstadt Aden.
Diese beiden Staaten waren nicht so befeindet, wie es manchmal solche Bruderstaaten sind, also jetzt nicht wie Nord- und Südkorea oder auch nicht wie Ost- und Westdeutschland. Die haben eigentlich vergleichsweise ein gutes Verhältnis miteinander, auch wenn es in den 70er Jahren zwei Kriege gibt zwischen diesen beiden Ländern. Man muss dazu sagen, kleinere Kriege. Es sind so vergleichsweise kleine Grenzkriege, die auch jeweils nur ein paar Wochen dauern. Aber das Ziel, dass diese beiden Staaten eigentlich zu einem werden wollen, also die Vereinigung zu einem vereinten Jemen, das steht eigentlich fest, das wollen beide, aber es kommt einfach nicht dazu. Bis 1990. Der Südjemen, der sehr von der Sowjetunion abhängig war, merkt, die ist am Zusammenbrechen und kann den Südjemen nicht mehr unterstützen und deswegen sind dort die Interessen groß, dass man sich an den Nordjemen annähert, denn der Nordjemen ist wirtschaftlich reicher und wohlhabender. Und so kommt es dann eben auch zur Vereinigung von Nord- und Südjemen 1990. Und zwar unter Führung des Präsidenten des Nordjemen, Ali Abdallah Saleh. Der wird auch später noch wichtig sein. Diese Wiedervereinigung hält aber nicht lange, zumindest nicht in Frieden, denn Präsident Saleh, nicht unbedingt der lupenreinste Demokrat, was nichts Neues ist leider bei Autokraten im Nahen Osten. Auf jeden Fall kommt es 1994 zu einem ersten jemenitischen Bürgerkrieg nach der Wiedervereinigung. Teile des Südens wollen sich wieder abspalten, weil sie sich eben benachteiligt fühlen gegenüber dem dominierenden, starken Nordjemen. Das wird niedergeschlagen und der Jemen bleibt vereint. Aber die Situation ist nach wie vor angespannt. Denn wir haben viele verschiedene Interessengruppen im Jemen. Zum einen ist die jemenitische Gesellschaft sehr stark durch Stämme geprägt. Also verschiedene Stämme mit verschiedenen Interessen. Mal sind sie mit der Regierung verbündet, mal eben auch nicht. Wir haben die Regierung unter Präsident Saleh in Sana'a. Wir haben aber auch verschiedene andere Gruppen. Wir haben natürlich immer noch Gruppen aus dem Südjemen, die eigentlich gerne unabhängig wären. Wir haben dschihadistische Gruppen, terroristische Gruppen, wie etwa die sunnitische Terrorgruppe Al-Qaida, die im Jemen auch ein Rückzugsgebiet hat und sogar zum Teil Kontrolle über einzelne Städte gewinnen kann. Später haben wir auch noch den sogenannten Islamischen Staat, also eine andere sunnitische Terrorgruppe, die im Jemen Fuß fassen kann. Und jetzt kommen wir zu den Houthi-Rebellen, wir haben die Schiiten. Ihr erinnert euch noch, im Nordjemen war lange Jahre ein schiitisches Sakralkönigtum an der Macht. Also Könige, die gleichzeitig Imame waren und die schiitisch waren. Die wurden ja im nordjemenitischen Bürgerkrieg von der Macht vertrieben, aber das hat ja nicht bedeutet, dass sie einfach aufhören zu existieren. Und die Stämme im Nordwesten des Jemen waren traditionell Schiiten. Etwa 30-40% der Bevölkerung des Jemens sind schiitisch. Und die haben angefangen, sich zu bewaffnen und eigenständig zu agieren. Gerade auch im Bürgerkrieg 1994 gab es erste schiitische bewaffnete Gruppen und später dann eben auch wachsend. Die hatten den Namen Ansar Allah, also Helfer Gottes, Ansar Allah, die schiitischen Gruppen im Nordwesten des Jemen, und die wurden vom Iran unterstützt, weil der Iran natürlich Interesse hat. Ich habe schon öfters davon erzählt, dass der Iran in dem ganzen Nahen Osten Proxy-Armeen hat, also Milizen, die praktisch eng an den Iran angebunden sind und jetzt eben auch im Jemen mit Ansar Allah, der schiitischen Widerstandsgruppe, Rebellengruppe im Jemen. Und als dann später im Zuge des arabischen Frühlings diese großen Spannungen ausbrechen und es zu einem Bürgerkrieg kommt, sind diese schiitischen Kräfte sehr, sehr stark und auch bereit, auf Sana'a zu marschieren. Diese schiitischen Kräfte, Ansar Allah, werdet ihr euch jetzt fragen, wo kommen dann die Houthis ins Spiel? Das sind die Houthis. Also die Houthis heißen eigentlich Ansar Allah, Helfer Gottes. Der Begriff Houthi-Bewegung kommt von einem ganz bekannten und einflussreichen Führer dieser schiitischen Bewegung, nämlich von Hussein al-Houthi. Das war ein Geistlicher, ein Politiker und ein Militärkommandeur innerhalb dieser schiitischen Community. Der wurde 2004 bei Kämpfen oder im Zuge der Kämpfe zwischen diesen schiitischen Rebellen und eben auch der Zentralregierung getötet. Und ihm zu Ehren haben sich diese schiitischen Milizen, diese schiitischen Kämpfer als Houthi-Bewegung nach diesem Mann Hussein al-Houthi benannt. Und daher kommt eben der Name Houthi-Rebellen.
So, das erstmal zur Vorgeschichte. Richtig relevant wurde das Ganze dann, als der Bürgerkrieg Fahrt aufnahm und noch schrecklicher wurde. Denn um das Jahr 2014, da haben diese Houthi-Rebellen es geschafft, die Hauptstadt Sana'a einzunehmen. Mittlerweile gab es einen neuen Präsidenten. Da hatte man die Hoffnung, dass es zu einem Friedensschluss kommen könnte. Aber wenn halt eben der bisherige Stellvertreter des Präsidenten an die Macht kommt, dann sieht das für viele nicht so aus, als ob da sich jetzt wirklich viel in der Politik ändern würde. Auf jeden Fall, diese Regierung, die eigentliche offizielle Regierung des Jemen, flieht vor den Houthi-Rebellen aus der Hauptstadt Sana'a nach Aden. Ihr erinnert euch, die Stadt im Süden des Jemen, wo die Briten ganz früher regiert haben, also die Metropole des Südjemen. Und Sana'a wird zur Hauptstadt der Houthi-Rebellen und die marschieren weiter auf Aden. Viele Stämme schließen sich ihnen an, auch welche, die ehemals treu zum Präsidenten standen. Und der Präsident Hadi flieht aus Aden nach Saudi-Arabien. Und wir sind jetzt 2015 und der Bürgerkrieg im Jemen eskaliert nochmal weiter, denn jetzt hat Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate, die haben Angst, dass der Jemen praktisch in die Hände einer pro-iranischen schiitischen Miliz fällt. Und das bedeutet, sie greifen ein und bombardieren die Houthi-Rebellen und blockieren auch, nachdem die Houthi-Rebellen auf Saudi-Arabien schießen, blockieren sie das Land und sorgen dafür, dass eine der schwersten, wenn nicht die schwerste humanitäre Katastrophe der Welt eintritt. 20 Millionen Menschen sind auf Hilfslieferungen angewiesen, stehen vorm Hungertod. Wir haben Hunderttausende Tote und Millionen Unterernährte, gerade auch Kinder. Wir haben Seuchen, die ausbrechen und eine absolute Katastrophe im Jemen, in einem Land, das sowieso schon das ärmste Land der arabischen Welt war. Und das alles wegen diesem Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, in diesem Fall den mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen. Und diese Houthis, die haben auch so ein bisschen die Hisbollah als Vorbild, also die libanesische Miliz, die auch vom Iran unterstützt wird. Sie sehen sich als Teil dieser Widerstandsachse gegen Israel und gegen den Westen, die vom Iran praktisch gesteuert wird, wo eben auch die Hisbollah dabei ist und verschiedene Milizen im Irak. Und die Houthis sehen die Hisbollah und eben auch Iran als großes Vorbild. Sie haben auch ihre Slogans an die angelehnt, also anti-westlich, anti-israelisch. Allahu Akbar, Tod den Amerikanern, Tod den Israelis, mögen die Juden verdammt sein, möge der Islam siegen. Sowas in die Richtung, also Dinge, die man eigentlich von der islamischen Revolution im Iran kennt, das haben eben auch die Houthi-Rebellen. Und jetzt, seitdem im Herbst 2023 der Krieg in Gaza ausgebrochen ist, sind die Houthis auf der Seite der Hamas gegen die Israelis und sie haben eben begonnen, im Roten Meer zivile Schiffe, Handelsschiffe zu beschießen. Und das gefährdet eben einen großen Teil des weltweiten Handels und hat die Amerikaner und auch die Briten und jetzt in der nächsten Zeit sehr wahrscheinlich auch andere europäische Mächte auf den Plan gerufen. Und seit wenigen Tagen bombardieren die Amerikaner und die Briten Ziele dieser Houthi-Bewegung im Jemen, um sie davon abzuhalten, weiter zivile Schiffe im Roten Meer anzugreifen. So. Wie immer. Ich weiß, es ist kompliziert. Danke, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich hoffe, ein bisschen was ist hängen geblieben. Es ist komplex, ich weiß es. Aber danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und bis zum Ende durchgehalten habt. Hat mir Spaß gemacht. Auch für mich ist das wirklich immer wieder interessant, das nochmal nachzulesen für diese Videos und auch Neues zu erfahren bei der Recherche. Deswegen danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann und ciao.